Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Die erste Folge, die ich jetzt aufnehme, seitdem ich wieder back bin aus Prag. Na, falls jemand fragt, war eine super schöne Zeit, aber was nicht so schön ist, ist die Situation bei Werder Bremen leider. Na, man ist extrem weit weg von einem Relegationsplatz. Oder vielleicht ist extrem weit ein bisschen übertrieben, aber man ist 9 Punkte weit weg. Und wenn man gewinnt, weil wir haben ein Spiel weniger, ist man 6 Punkte weit weg. Also das ist schon enorm, ne? Nürnberg, darüber will ich gar nicht reden. Ein direkter Aufstieg wird nicht klappen, meiner Meinung nach. Das wird nicht mehr klappen. Hamburg ist sowieso durch, mehr oder weniger. Nürnberg ist viel zu weit vorne. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie an Bielefeld, Paderborn, Köln, Düsseldorf, 1860 und Kiel vorbeikommen. Und das ist eben auch das große Problem. Es sind zwar nur 6 Punkte, aber du musst so viele Teams überragen in den nächsten Spielen, dass das schon eine Mammutaufgabe ist. Ich werde, denke ich, im nächsten Spiel folgende Aufstellung einfach mal auspacken. Und das ist nämlich das 3-6-1-System. Das habe ich nämlich auch vor dem Urlaub noch gebastelt gehabt. Dachte mir aber, nee, das werden wir erstmal nicht nutzen, weil das doch sehr experimentell ist. Aber wir müssen irgendwas machen, womit wir jetzt konstant Siege holen. Ich meine, das 4-1-2-1-2-System war auch bisher ganz gut, aber wir haben dann zuletzt eben doch verloren. Und ich werde gegen Dresden jetzt einfach das Experiment auspacken. Wir schauen mal, ob es funktioniert oder nicht. Gehen da rein und vielleicht funktioniert es, vielleicht wird es voll der Reinfall, aber wir finden es jetzt heraus. Hier mal die Aufstellung von Dynamo Dresden, hier im 4-3-3-System. Wir gucken da gleich mal auf die komplette Aufstellung. Ne? Auf jeden Fall mit Akoto, Kammerknecht, Becker und Melichenko in der Abwehr, Driljaka im Tor, Novak, Seo, Hauptmann im Mittelfeld und Lemmer, Batista Meyer und Hedlund ganz vorne. 4-3-3-System hier bei der Dynamo, ne? Hier aus Dresden. Und wir werden heute unsere experimentelle Aufstellung mal testen. Wir gucken, ob das schief geht oder nicht. Erstes Spiel nach längerer Zeit jetzt mal wieder, ne? Auch für mich. Und zwar Werder Bremen mit Lord im Tor. Dann Kempf, Kamara, Morgalla in der Abwehr. Tizu, Raschel, Kerber, Fosu-Mensah, Larsson und Wagner im Fünfer im Mittelfeld und Waldschmidt ganz vorne, ne? Hier ist es ein bisschen anders aufgezeigt, als wir eigentlich spielen, ne? Ich kann es dir auch gerne nochmal zeigen. Wir spielen nämlich ein 3-6-1-System, auch wenn es da eben ein bisschen anders gezeigt worden ist, ne? Also 3-6-1-System hier bei Werder Bremen und wir gucken mal, wie dieses System fruchtet, beziehungsweise ob es überhaupt fruchtet. Jetzt hier Dynamo, gut gespielt gehabt. Jetzt hier die Möglichkeit, aber da ist Kamara. Ganz wichtig, dass Kamara den Ball bekommen hat. Und Werder Bremen jetzt hier im Aufbau. Kempf, Raschel. Marc-Oliver Kempf spielt den da auf Außen auf Tizu. Larsson. Larsson jetzt hier nochmal auf Tizu gespielt. Larsson im Ballbesitz und jetzt hier der Seitenwechsel. Sie machen das Spiel sehr breit. Fosu-Mensahs Ball, Kerber. Jetzt hier Wagner. Na, kommt da nicht durch. Raschels Ball auf die linke Seite auf Tizu, der da sehr viel Platz hat. Tizus Flanke ist nicht schlecht. Da kommt Waldschmidt sogar an den Ball ran. Das ist gut gespielt. Nochmal weitergespielt. Das ist die Chance und der Treffer. Wagner, der da eingelaufen ist und Minute 17 hier der Treffer von Werder Bremen. Da überlaufen sie so ein bisschen Dynamo Dresden, beziehungsweise ja, dominieren sie einfach mit mehr Mann im Strafraum nochmal, weil Wagner da schön reingelaufen war, ne? Hier sehen wir es nochmal. Der hohe Ball, dann Waldschmidt mit der Brust angenommen, abgegeben, nochmal ein Pass und dann war da eben Wagner reingelaufen in diese Lücke. Dresden konnte die Lücke nicht schließen. Wagner hat sie genutzt und kommt dann zu einem einfachen Abschluss für ihn. Der Keeper kann da gar nichts mehr machen. Da kannst du reagieren, wie du willst. 4. Tor in der 22. Partie für Wagner und 1-0 für Werder Bremen hier. Larsson. Larsson, gut gespielter Ball hier. Tizu. Nochmal weitergeleitet. Das ist jetzt Waldschmidt mit der Chance und nicht dem Treffer. Ah, Werder Bremen hier zu ihrer zweiten großen Chance gekommen. Hedlund. Hedlund gegen Kamara. Kamara war da gut dran. Jetzt hier Seo. Seo, boah, Seo macht das stark. Gut in die Mitte gespielt. Da ist Kamara aber, der den Ball abfängt. Wichtig. Gut gemacht von Kamara. Ordentliches Stellungsspiel. Larsson. Jetzt hier Kontermöglichkeit vielleicht mal. Waldschmidt. Waldschmidt und Larsson war da super gelaufen. Das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance jetzt hier für Larsson. Larsson zieht den ab, macht ihn rein. 2-0 Werder Bremen nach knapp 31 Minuten. Das ist wichtig. Werder Bremen braucht diese Erfolgsstory jetzt. Wir brauchen eine Siegesserie. Ihr habt es ja auch ein paar Mal in den Kommentaren geschrieben. Werder Bremen braucht jetzt eine Siegesserie. Nicht irgendwann in 5 Spieltagen, sondern jetzt sofort. Ne? Ich meine, die Niederlage gegen Nürnberg war schon bitter. Das war schon wirklich bitter, ne? Aber hier mit einem 2-0 hat man zumindest eine gute Ausgangslage, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Und das wäre so wichtig hier. Das wäre so wichtig, hier gleich weiter erfolgreich zu sein. Oh, der Ball ist super gespielt von Dresden. Das war super gespielt, der Ball. Nochmal rüber gespielt und der Ball ist drin. Hier Dynamo Dresden mit einem schnellen Konter. Dynamo Dresden kontert relativ schnell. Hedlund mit dem Treffer 2-1. Das bringt uns dann doch ein bisschen in Bedrängnis wieder, ne? Weil Dresden jetzt wieder dran ist. Das war einfach ein super Pass in den Rückraum der Abwehr. Kamara kann da leider nicht mehr bereinigen und gegen den Schuss kann Lord nichts machen. Super gespielt hier. Also es hat nur 3 Minuten gedauert und schon ist Dresden hier zurück mit einem Tor.
Klar, Werder Bremen führt nach wie vor, aber das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlicher für die Bremer. Raschel. Schöner Antritt jetzt Waldschmidt. Waldschmidt könnte den Ball auf Raschel spielen. Spielt den auch? War das abseits, ist die Frage. Raschel mit dem Abschluss. Raschel an die Latte. An die Latte den Ball. Leider kein Treffer und ja, es war dann wirklich hier der Lattentreffer leider, ne? Und jetzt hier Dresden. Die Möglichkeit, Morgalla ist da, aber die Hacke, das war super gespielt und Lord rettet uns. Lord rettet uns mit einem super Reflex hier. Boah, Dresden lässt den Ball da durchkommen, das war gut gemacht. Kade, jetzt dort auf Lämmer gespielt, da kommt jetzt Wagner mit dazu. Oh, der Ball jetzt hier, Dresden ist im Strafraum von Werder Bremen. Die Möglichkeit jetzt hier vielleicht zum Abschluss. Das ist die Möglichkeit vielleicht zum Abschluss. Der Abschluss. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was macht da gerade Lord? Ich könnte ausrasten, ne? Was macht da bitte Lord? Guckt euch das mal an. Er hat den Ball doch eigentlich schon. Ich hasse FIFA. Ich hasse dieses Spiel, ne? Was macht der Keeper da bitte? Ey, wenn wir das Spiel wegen so einer Scheiße nicht gewinnen, ne? Dynamo Dresden, nein. Kempf hat den abgefangen, ganz wichtig. Jetzt haben wir ja Larsson. Larsson den Ball nach vorne gespielt. Waldschmidt. Waldschmidt, setz dich da bitte jetzt durch. Waldschmidt, das machst du gut. Das macht er gut hier, Waldschmidt. Waldschmidt. Waldschmidt, spielt den Ball darüber. Da kommt Fosu-Mensah nicht ran. Da kommt Fosu-Mensah leider nicht ran. Wir müssen jetzt offensiver werden, wir müssen mehr Risiko gehen. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir dieses Risiko jetzt gehen, ne? Batista Meier, nein, der Ball ist wieder bei uns. Wichtig. Nochmal gut gespielt, das ist gut gespielt hier von Werder Bremen. Waldschmidt jetzt hier. Waldschmidt spielt den dann nochmal nach außen. Tizu. Tizu nochmal auf Waldschmidt. Nochmal weitergeleitet den Ball. Noch ein weitergeleitet. Was ist das für ein Abschluss, Mann? Was machst du denn da? Alter, meine Spieler regen mich langsam richtig auf. Lord ist einfach komplett bescheuert da hinten, weil er programmiert worden ist von einem Vollaffen. Und was war das gerade für ein Abschluss? Rabinger nochmal auf Kamera gespielt. Gut gespielt, aber Larsson. Larsson jetzt hier. Larsson zieht den nicht gut ab. Das war kein guter Abschluss, Mann. Ecke. Tavara bei der Ecke. Tavara bei der Ecke. Die kommt nicht schlecht. Die kommt nicht schlecht. Aber da ist der Keeper. Da war der Keeper dran. Nächste Ecke. Rabingers Ecke. Die muss gut wiederkommen. Die kommt eigentlich nicht so schlecht. Die kam eigentlich nicht so schlecht. Tavara. Nochmal reingespielt den Ball. Jetzt hier, Rabinger, spielt den gut. Der ist gut gespielt. Jetzt hier in den Rückraum irgendwie. Der Schuss vielleicht, nein, der ist zu zentral. Der ist zu zentral. Der war zu zentral. Das war es wahrscheinlich, ne? Weil es gibt eh wieder nur eine Minute Nachspielzeit, weil das Spiel ein HS ist einfach. Weil dieses Spiel einfach nur ein HS ist immer. Ja, jetzt sag mir nicht, die kommen noch. Nee, das wird Gott sei Dank abgepfiffen. Ey, die Animation klaut uns den Sieg. Die Animation bei Lord klaut uns den Sieg. Das ist nichts. Wir waren so viel besser. Wir waren so viel besser. Wir haben. Das nervt mich einfach, ne? Weil es ist nicht, dass der Keeper schlecht ist, sondern dass der Keeper von den HS animiert worden ist, einfach. Wirklich. Aber Hauptsache, man pusht dieses Hypermotion immer und immer weiter. Ja, bald haben wir Hypermotion 3. Super. Ja, dass meine Leistungen momentan im Verein nicht gut sind, ist mir auch klar. Das System hat eigentlich super funktioniert. Wir werden das, glaube ich, im nächsten Spiel nochmal probieren gegen Aue. Aber das macht die ganze Sache natürlich nur noch schwieriger. Bielefeld ist jetzt 11 Punkte weit weg, ja. Ich weiß nicht, ob ein Aufstieg überhaupt noch möglich ist. Gehen wir rein gegen Aue. Hier haben wir die Aufstellung von Werder Bremen mit Lord im Tor. Kempf, Kamara, Morgalla in der Abwehr. Tizu, Raschel, Kerber, Fosu-Mensah, Wagner und Larsson im Mittelfeld und Waldschmidt ganz vorne. 3-6-1-System wieder bei Werder Bremen. Das hat super funktioniert gehabt. Wenn diese Scheiß-Animation bei Lord nicht wäre, dann hätten wir das Ding gegen Dresden auch gewonnen gehabt. Dann hätten wir das Ding gewonnen gehabt. Ich weiß, hätte, wäre, wenn, bringt nichts. Ne? Kannst du auch einen Fuß in die Nase stecken. Aber trotz allem, es ist einfach ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich. Ich habe die Keeper bei beiden. Ne? CPU bei uns schon bei 90. Also brauchen wir auch keiner schreiben. Schreib die Regler hoch. Ja, das funktioniert noch nicht. Weil das ist komplett irrelevant, weil einfach diese scheiß verdammten Keeper animiert sind von irgendeinem maximalen HS einfach. Klevin auf jeden Fall im Tor. Orozco, Nkansa, Barilla, Hedge in der Abwehr. Taffersdorfer, Orozco, Baumgart, Sirajic und Stefanik im Mittelfeld und Jonic im Sturm. Wir spielen hier gegen Aue, die im 4-2-3-1-System agieren. Hier müssen wir unbedingt gewinnen. Hätten wir aber auch schon gegen Dresden. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal und ich darf nicht zu abgefuckt sein und nicht zu viele Fehler und Co. zu machen, ne?
Aue jetzt hier das erste Mal im Strafraum. Das könnte gefährlich werden. Das ist das 1-0, klar. Das ist das 1-0. 1-0 Aue. Nach nicht mal 4 Minuten. Ah, Mann. Ich muss etwas mich beruhigen. Einen Schluck Wasser trinken. Kann Lord nichts machen, ne? Maximal beschissener Start in diese Partie. Fosu Mensah, der Pass ist gut gespielt. Wagner geht da einfach durch, das macht er gut. Der Abschluss ist aber schwach. Der Abschluss ist schwach, nochmal den Ball reingespielt. Da ist Wagner und es steht 1-1. Werder Bremen kämpft sich zurück hier. 1-1 ist das Wichtige und wieder Wagner, der trifft, ne? Wieder Wagner. Hier der Abschluss, der war nicht perfekt. Tizu setzt nach mit der Flanke und dann ist da Wagner. Setzt sich dadurch gegen die Nummer 16 da von Aue, macht den Treffer hier. 5 Minuten war Aue hier in Führung nur, aber in Minute 9 kann Werder Bremen das 1-0 kontern. Und da ist Larsson dran, stark. Na? Gut gespielt jetzt hier. Das ist gut gespielt von Aue, aber Lord faustet den da fast schon weg, ne? Beziehungsweise schlägt den da weg, war gar nicht weggefaustet. Die Ecke, boah, Morgalla und Dings, das gibt's nicht. Da kommt der Aue-Spieler dran. Das ist unglücklich für Werder Bremen, aber der ist dann komplett verzogen. Na, Larsson. Der Ball könnte trotzdem bei Waldschmidt landen. Das ist gefährlich. Der Lupfer von Waldschmidt ist nicht platziert genug. Das war irgendwie so eine Chance, die aus dem Nichts entstanden war, aber gut. Jonic, da ist Kamara. Kamara verliert den Ball, die Grätsche. Das ist Elfmeter. Jetzt brauchen wir dich, Lord. Gelbe Karte von Kerber, braucht man nicht drüber reden, ist alles korrekt, sondern er dachte, er kommt an den Ball, er trifft nur den Mann. Okay, Lord, jetzt bist du gefragt. Orozco gegen Lord. Und Lord hält den! Lord macht seinen vorherigen maximal dreckigen Fehler endlich wieder gut, ne? So wichtig, auch wenn dieser Pass gerade Müll war, dass Lord den einfach nur hält, ne? So verdammt wichtig. Und jetzt hier Wagner. Waldschmidt dreht sich da gut und der Pass ist gut. Vielleicht können wir direkt kontern. Larsson. Nein, an den Pfosten. Er macht ihn nicht rein. Der war nur an den Pfosten. Kamarana. Möglichkeit jetzt hier für Aue. Das ist die Möglichkeit an den Pfosten. Was ist das hier für eine Partie gegen Aue? Beide Teams jetzt mit Pfostentreffern hier. Fosu Mensah. Waldschmidt mit dem Kopf, super gespielt. Jetzt hier Wagner. Wagner mit dem Lupfer. Nein, da kommt der Keeper noch irgendwie dran. Das war eine Riesenchance für Werder Bremen. Es bleibt beim 1-1. Also die Partie ist wirklich wild, ne? Das ist wirklich eine wilde Partie. Und jetzt hier Larsson. Nein, da kommt Waldschmidt leider nicht durch. Schade. Das hätte es sein können, ne? Und jetzt hier Aue im direkten Gegenzug oder was? Nein, Kamara war da. Trotzdem Aue. Und das ist ein super Pass. Das ist eine Möglichkeit hier. Und jetzt kommt Aue zum Treffer. 2-1. Es ist eine super wilde Partie und Aue trifft hier mit Stefaniak. Zweiter Treffer von ihm. Es ist einfach wild, was hier passiert. Ne? Dieser Pass hier. Das ganze Mittelfeld von Werder Bremen halt einfach aufgelöst, weil Kamara zu weit aufgerückt war. Okay, wir sind wieder hinten. Wir müssen möglichst schnell wieder antworten. Waldschmidt. Tizu. Waldschmidt, der Ball ist gut gespielt auf Tizu, der kam da jetzt durch. Tizu spielt den mit der Hacke, der Abschluss, was ist das? Jetzt hier Waldschmidt und das ist so gut gespielt, jetzt hier Wagner. Wagner spielt den auch nochmal super und da macht ihn Larsson rein, das ist wichtig. Hol dir die Pille bitte. 2-2, gut gespielt von Werder Bremen, man lebt wieder ein bisschen, ne? Hier sehen wir nochmal Waldschmidt, super in den Lauf von Wagner, der so super spielt. Die Übersicht auf Larsson, er muss sie nur reinschieben. 2-2, wir sind wieder da. Es hat wieder nicht lange gedauert, bis wir kontern können. Jetzt müssen wir nur mal selber in Führung gehen. Das wäre jetzt verdammt wichtig. Jetzt hier der Aue-Spieler, das ist ein guter Ball. Der Schuss, aber da ist Lord. Da war Lord wichtig. Oh, der Ball, da ist Kamara. Gut von Kamara. Jens, eben erst eingewechselt worden, ne? Raschel. Spielt ihn nochmal auf Tizu. Tizu, gut gespielt auf Rabinger und Jens läuft mit nach vorne. Der Pass von Rabinger. Jetzt haben wir Waldschmidt. Spielt den Ball auf Jens. Der nochmal rüber gespielt. Da ist der Schuss von Fosu Mensah, der nicht reingeht.
Kerber. Kerber spielt ihn gut auf Fosu-Mensah. Fosu-Mensahs Flanke kommt nicht an. Das war nicht gut geklärt. Nochmal die Chance. Waldschmidt! Der ist nicht drinne. Der war nicht drinne. Wir müssen pressen. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, verdammt. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, um hier einen Sieg zu holen. Diese Unentschieden, das ist alles zu wenig. Und jetzt hier aber, natürlich hat Aue jetzt mehr Platz, weil wir aufrücken. Morgalla, so ein wichtiger Zweikampf. Wir kommen trotzdem nicht im Ballbesitz. Wieder Morgalla, aber es sind nur noch 2 Minuten. Es ist jetzt ein Zeitspiel. Es ist jetzt ein Zeitspiel hier leider, ne? Kommen wir nochmal zu einer Chance, ist die Frage. Oder kommt Aue nochmal zu einer Chance? Ja, sie kam nochmal zu einer Chance. Jetzt haben wir nochmal die letzte Möglichkeit. Der Ball muss schnell nach vorne. Kerber, gute Übersicht. 1 Minute Nachspielzeit haben wir noch. Was macht denn er da? Aues letzte Chance jetzt hier. Aue mit einer letzten Chance. Da ist Kamara, der das rettet. Was machen die beiden denn da? Aber das ist halt zu wenig. Das ist zu wenig. Wir steigen nicht auf. Vergiss das. Das Projekt Werder Bremen wird sterben. Das sage ich euch so. Das Projekt Werder Bremen wird leider sterben. Wir kriegen es nicht hin. Ja, kriegst nicht in Aue zu schlagen, dann wirst du halt scheitern. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Nächstes Spiel ist das Montagsspiel. Das wird nicht mehr lange gut gehen, ne? Wir sind 8. aktuell. Arminia Bielefeld ist 13 Punkte weit weg, Junge. Nee, kannst vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du komplett knicken, alles. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Vorstand sagt, yo, bitte geh weg, ne? Das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Können wir uns irgendwo anders bewerben? Können wir mal gucken, ob man schon irgendwie vorher mal gucken kann, yo, gibt es irgendwo anders einen Job? Wir könnten theoretisch nach Belgien flüchten, nach Dresden, nach 1860 München. Ja, ist halt auch alles nicht so interessant eigentlich, ne? Na gut, gehen wir erstmal weiter jetzt hier gegen Waldhof, ne? Gucken mal, was geht. Hier haben wir die Aufstellung von Waldhof Mannheim mit Bartels im Tor, Bolay, Segert, Karpstein und Jans in der Viererkette, Tatz, Wagner, Russo und Hinojosa im Mittelfeld, ne? Oder Hinojosa, so richtig. Martinovic und Vite dann ganz vorne, 4-4-2-System auf jeden Fall hier beim SV Waldhof Mannheim 07. So spielt hier auf jeden Fall die Heimmannschaft am 26. Spieltag. Ja, gegen die verzweifelten Bremer, muss man sagen, ne? Man kriegt es nicht hin, gegen Aue zu gewinnen. Im Spiel davor hat Lord halt eine Animation bekommen, die einen Affen noch nicht mal ähnelt. Ich will die Affen nicht beleidigen, ne? Auf jeden Fall die Aufstellung bei uns. Lord im Tor, Kempf, Kamara, Morgalla. Dann Tizu, Raschel, Kerber, Fosu-Mensah, Larsson, Wagner und ganz vorne natürlich Waldschmidt. Wir machen es mit der gleichen Aufstellung. Ich bleibe bei diesem Experiment. Wir haben jetzt eh eigentlich nichts mehr zu verlieren. Entweder wir steigen irgendwie auf oder wir werden halt gefeuert. Oh, der Ball ist gut. Oh, das ist super gespielt vom Waldhof. Das war super gespielt. Sie killen uns. 1-0 Waldhof Mannheim nach 7 Minuten. Ja, was auch sonst, ne? Was auch sonst, als 1-0 gegen Waldhof hinten zu liegen. Spielen das einfach schön breit hier, ne? Wäre das ab, wenn nicht wirklich gut koordiniert in diesem Moment. Fiete hier mit dem 4. 225. Partie für ihn. Das Ende kommt immer näher. Boah, der Ball ist gut. Einfach in die Lücke rein da, ne? Und da kommt Kamara, der macht das super. Ist es Elfmeter oder was? Nein, es ist gelb und Freistoß, glaube ich, oder? War der im Strafraum? Ne, vor dem Strafraum. Gut gemacht dann von Kamara, muss man sagen, ne? Dann war das echt nicht schlecht gemacht. Jetzt aber der Freistoß. Der Freistoß an die Mauer. An die Mauer hier. Nochmal der Nachschuss. Lord hat den. Tizu, stark. Jetzt hier Larsson. Larsson, der Ball ist gut gespielt auf Fosu-Mensah, der spielt den nochmal rüber. Das ist doch die Möglichkeit, Mann, Waldschmidt. Uns fehlt da vorne ein Tosin, verdammt. Er trifft den Ball halt nicht richtig. Uns fehlt da vorne ein Tosin. Der Ball von Lord jetzt hier, es soll schnell gehen. Larsson, Tizu. Tizu jetzt hier auf Waldschmidt. Waldschmidt, super Ball und jetzt Larsson. Larsson, Wagner läuft auch mit. Larsson spielt den rüber. 1-1 und es ist wieder Wagner, ne? Es ist wieder Wagner, der trifft. Also mein Spieler der Folge von uns. Ich mache das jetzt weg, weil der will da anscheinend doch jubeln. Wir müssen weitermachen. Druck direkt erhöhen hier. Gleich mal attackieren hier. Gleich am besten im Ballbesitz kommen und irgendwie versuchen, das Zweite zu machen. Wir müssen schnell irgendwie mal in Führung kommen.
Er läuft einfach durch. Morgalla kann ihn nicht stoppen. Kamara kann ihn nicht stoppen. Junge, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Das gibt's nicht. Kamara und Morgalla können ihn nicht stoppen. Und er zieht dann den einfach erfolgreich ab. Soll ich es nochmal wiederholen? Aber Projekt Werder Bremen scheitert gerade. Projekt Werder Bremen scheitert gerade. 2-1 Waldhof. Stark von Raschel abgefangen. Sehr stark von Raschel. Gut gemacht. Waldschmidt. Gib den da gut ab. Das ist gut abgegeben. Larsson macht ihn rein. Das sind die beiden Mittelfeldspieler. Also ist das nicht unglaublich, ne? Das, was Waldschmidt vorne machen soll, machen Larsson und Wagner in dieser Folge. Es sind die beiden Mittelfeldspieler. Jetzt sehen wir noch gut gespielt, ne? Dann der Ball von Waldschmidt und dann macht ihn Larsson halt rein mit seinem Linken. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da in dieser Partie, verdammt. Aber wir müssen endlich mal in Führung gehen. Endlich mal in diese verdammte Führung gehen. Oh, jetzt Waldhof mit Geschwindigkeit. Mit Geschwindigkeit und den hält Lord. Ist das wichtig. Lord hält den. Sehr, sehr wichtig, dass Lord den gehalten hat, ne? Jetzt hier die Ecke. Die Ecke köpfen wir raus. Und da ist jetzt Marc-Oliver Kempf. Der spielt den nochmal auf Sumano. Und Sumano schickt da jetzt Marc-Oliver Kempf. Und es ist jetzt der Innenverteidiger. Marc-Oliver Kempf ist hier, liegt jetzt an dir. Mach ihn bitte rein. Marc-Oliver Kempf, mach ihn nicht rein. Er ist halt kein Stürmer, ne? Mann, das war doch die Möglichkeit. Und jetzt kommt hier Waldhof. Und der kommt dazu einfach durch. Da ist Pausen. Der muss ihm voll in die Grätsche. Ist rot. Das wird rot geben. Das wird rot geben, aber er muss ihn faulen. Sonst ist das Spiel hier entschieden. Sonst ist das Spiel hier entschieden. Es gibt zu Recht rot. Er kam vorhin erst rein, ne? Es ist die korrekte Entscheidung. Wir gucken auch hier nochmal. Er trifft halt nicht den Ball, ne? Er trifft halt nur den Mann. Was willst du machen? Entweder du kriegst die rote oder du kriegst halt den Gegentreffer. Jetzt darf er ihn nur nicht per Freistoß machen, sonst war's das, ne? Ja. Wir gehen auf volle Offensive. Super Freistoß, sie springen ticken zu spät vielleicht hoch. Aber ich glaube, selbst dann haben sie den nicht. Der war einfach perfekt. Volle Offensive. Alles nach vorne werfen, was geht. Und entweder verlieren wir am Ende 4-2, 5-2. Oder kriegen es irgendwie hin, nochmal einen Treffer zu machen. Larsson. Schickt da Sumano. Vor Sumensa nochmal hoch. Da, das ist die Chance. Und er macht ihn aber nicht. Sumano wirft sich rein und es ist das 3-3. Das ist das 3-3. Sumano. Sumano bringt uns back. Sumano bringt uns back. Vor Sumensas hoher Ball und dann boom. Der geht nicht rein und dann setzt er sich da aber durch. Macht das stark. Wir bleiben auf volle Offensive. Direkt ins Pressing. Attacke. Wir haben jetzt nur zwei Verteidiger. Ist mir sowas von egal. Da ist Sumano jetzt hier. Sumano hat den. Super. Wagner. Wagner, der Ball auf Sumano. Kommst du daran? Leider nicht. Waldhof. Na, das ist ihre Chance jetzt. Waldhof Mannheim, das ist ihre Chance. Lord war dann nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist halt. Es ist halt irgendwann lächerlich, ne? Junge, du bist doch da dran. Du hast doch, wozu hast du Hände? Ja. Die Freude war nur kurz. Die Freude war nur kurz. Oh, kurz gespielter Ball. Nochmal rüber gespielt. Nochmal weiter gespielt zu Manus. Abschluss ist nicht drin. Ist nicht drin der Ball. Das war nochmal die Chance hier eigentlich zum Ausgleich und das Spiel ist rum. Es gibt ja auch bei so einem Spiel, wo so viel passiert, nur 2 Minuten. Warum auch mal 4 oder 5 geben? Die Mission Werder Bremen ist gescheitert, Leute. Es ist gescheitert. Ich will mir keine Stats, gar nichts angucken. Es ist gescheitert. Wir haben nicht einen Sieg rausgeholt, ne? Ich behaupte, die Folge läuft anders, wenn Lord die Animation bei Lord nicht so gewesen wäre. Dann gewinnen wir hier mindestens 2 Spiele. Aber gut, bringt ja nichts, ne? Bringt ja nichts. Wir gehen nochmal die Jobs durchsuchen. Portsmouth, Dynamo Dresden, Sandhausen, Holstein, Kiel und Co. Wir bewerben uns einfach mal bei Portsmouth und gucken mal, in welcher Liga sind die überhaupt? In welcher Liga ist Portsmouth überhaupt, ne? Zweite, dritte Liga. Wir sind, glaube ich, echt in der zweiten Liga, ne? In der Championship. Ja, tatsächlich, die kämpfen gerade gegen den Abstieg, ne? Wäre vielleicht auch eine ganz interessante Aufgabe für uns, ne? Gucken wir mal.
Gucken wir mal, weil bei Werder werden wir so oder so rausfliegen. Also wir haben keine Chance mehr auf den Nicht-Aufstieg. Bisher auf den Aufstieg. Vergessen wir Aufstieg. Vergisst es. Wir sind jetzt nach 26 Spieltagen, 38 Punkte. Bielefeld hat 31 Punkte, 51. Das sind 13 Punkte Unterschied bei 8 Spielen. Nürnberg ist weg, Hamburg ist weg, Werder Bremen ist gescheitert. Wir werden die letzten paar Spiele noch machen und wenn Portsmouth uns vielleicht will, muss man mal gucken, ob man dann dahin wechselt und dann eben guckt, dass man da den Abstieg verhindert. Euer Losch meldet sich fürs Erste ab und bye bye.